Kaiserwetter herrschte bei der Eröffnung der einzigartigen Freiluftgalerie Bilder am Eis in Techendorf am Weißensee. Heuer bereits zum 15. Mal. Das Motto: So schön kann Eis sein. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, so schön kann Eis sein. Mit diesem Motto darf ich Sie hier ganz herzlich zur Vernissage von Bilder am Eis 2017 begrüßen. Moderator Hans-Jörg Unterkofler durfte viele begeisterte Galeriebesucherinnen und Besucher aus nah und fern bei dieser bereits traditionellen Kulturveranstaltung willkommen heißen. Skupaj ustvarjamo bolj pisan svet. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Schulen aus verschiedenen europäischen Ländern der Einladung des Kärntner Medienzentrums gefolgt, um hier ihre Werke den Interessierten in der einzigartigen Freiluftarena des Weißensees zu präsentieren. Sehr zur Freude von Kurator und Artdirektor Erich Angermann sowie dem Leiter des Kärntner Medienfortbildungszentrums Spital an der Drau, Johann Rauter, den beiden Initiatoren des Projektes. Stefan Wunderle, Leiter des Tourismusbüro Weißensee, dankte den beiden für die beeindruckende Arbeit, die von ihnen seit nunmehr 15 Jahren kontinuierlich geleistet wird. Super umgesetzt worden ist, dank dem Medienzentrum für Bildung und Kunst um Johann Rauter und Erich Angermann. Ist doch kulturelle Bildung vor allem auch Teil der Allgemeinbildung. Durch Kreativität und innovative Angebote mit künstlerischem Gestaltungsspielraum werden hier Kinder und Jugendliche ermutigt, ihre individuellen Anliegen und Visionen zur Gestaltung ihres persönlichen, schulischen und gesellschaftlichen Umfeldes einzubringen. Die Teilnahme an Bilder am Eis, jener spannenden Initiative des Kärntner Medienzentrums für Bildung und Unterricht, bietet eine großartige Möglichkeit dazu. Dank Bilder am Eis können junge Kreative ihre Arbeiten öffentlich im Kontext der Galerie am Eis des Weißensees präsentieren, in Form von Projekten, Grafiken, Malereien, Zeichnungen, Collagen, Fotos sowie verschiedenem mehr. Damit unterstützt die Initiative Bilder am Eis Kreative und Kunstschaffende durch diese einzigartige Präsentationsmöglichkeit. Mutige getrauten sich, dank dem professionellen Kamerateam vor Ort, auch vor das Mikrofon. I want to say thank you to the Carinthian Media Center, especially to Mr. Erich Angermann, to have the possibility to be a part at this wonderful exhibition on Lake Weißensee. It is an honor for the school partners in Italy, Spain, Romania, Denmark, Turkey and Germany to be here presented. The project's name is Under the Same Sky, and it is we all should have the knowledge of the other's culture, tradition, religion and customs. This knowledge will help us to have a better acceptance in the European countries and in the European Dimension. And it is very honorful for us to be a part in this project, because that also means to promote a European dimension in education. Steingrafik, was ganz Besonderes. Warum geht's denn da? Nee, im Großen und Groben geht es darum, wenn ich zum Beispiel beim Bach unterwegs bin, ja, also da kriege ich ja meine Steiner her. Dann lasse ich mich mehr oder weniger so von Persönlichkeiten anlachen. Ja. Und wenn ich dann quasi in Kommunikation gehe mit der Oberfläche, da sind ja dann schon Strukturen vorgeben im Stein. Natürlich triff ich dann auch die dementsprechende Auswahl. Und mit ein bisschen Fantasie ergänze ich das Ganze auch. Dann entstehen diese Muster, diese Schrift, kann man sagen, oder wenn man so will, auch die Sprache, die uns dieser Stein, diese, wenn man will, Persönlichkeit vermittelt. Ja.
Und dein Eindruck hier von der Galerie? Ja, also ich bin zum zweiten Mal am Weißensee. Also das fasziniert mich total. Also die Stimmung ist total locker und auch der Aufwand, der da betrieben wird, damit man sowas aufstellt, ja. Und das Ganze international, ja, also ich bin begeistert. Also es ist wirklich, wirklich eine gute Idee. Ja. Ja, also diese Fahne ist sozusagen eine Erinnerungsfahne an unser großes Ausstellungsprojekt vom Vorjahr zum Thema Salamanca, so gesehen als Startschuss zum ebenso genialen Musikperformance-Projekt CSI Salamanca, welches letztes Jahr am Schulschluss über die Bühne ging, mit mehreren Aufführungen sogar, wobei diese Ausstellung den Startschuss bildete. Gezeigt wurden Artefakte und Gegenstände aus der Sammlung der sagenhaften Salamanca, natürlich alles selbst hergestellt von unseren Schülern. Kreativität ist ja bei uns an der Schule sehr hochgeschrieben und uns Lehrern wurde es wieder sehr bewusst, eben anlässlich dieses Projektes, wie wertvoll die Förderung von Kreativität für junge Menschen ist. Denn Kreativität fördert Individualität. Kreativität fördert ein verantwortetes, freies, selbstständiges und unabhängiges Denken. Und man sieht hier, es ist genial, was den Schülern da alles eingefallen ist, mit wie viel Akribie und mit wie viel Verantwortungsbewusstsein hier gearbeitet worden ist. Also wir sind echt total stolz und ich freue mich schon richtig, diese wunderschöne Fahne im Schulgebäude dann hängen sehen zu dürfen. Die persönlichen Eindrücke hier von den vielen ausgestellten Exponaten in der Galerie? Ja, umwerfend. Das ist jedes Jahr eben wirklich überraschend und vielfältig. Es ist eine geballte Ladung von Kreativität. Wie eben schon gesagt, auch in anderen Schulen sieht man, wie toll gearbeitet wird in unterschiedlichsten Bereichen. Also es ist für mich als Pädagogin immer wieder wertvoll auch zu sehen, was und wie in anderen Schulen auch gearbeitet wird und eine enorme Bereicherung natürlich. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich beim Projektteam von Bilder am Eis ganz, ganz herzlich bedanken, also für dieses tolle Ambiente da herum und die Ermöglichung, einfach unsere Schule ein bisschen präsent zu machen. Der Architekturspielraum Kärnten macht seit 10 Jahren Projekte mit Schulen oder in Zusammenarbeit mit Schulen, die mit dem Thema Architektur und Baukultur zu tun haben. Und das Thema, bietet einfach so viel. Das Bauen ist einfach etwas, was uns tagtäglich begleitet. Also unsere Umwelt ist ja mehr oder weniger gestaltet, ob von Architekten oder mit Architekten oder auch ohne sie. Aber es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man schon recht früh damit in Berührung kommt. Und da gibt es von uns Projekte, die sich an Volksschulen richten oder an die Sekundarstufe oder auch an höhere Schulen. Und wir haben in den letzten 10 Jahren bereits über 380 Projekte gemacht, die ganz unterschiedlich sind. Und ja, also es können sich Lehrerinnen und Lehrer bei uns melden. Und wir machen dann gerne mit der Schule ein Projekt, wenn das passt. Ja, bei uns hier am wunderbaren Weißensee, Frau Helga Böchheim. Sie ist Intendantin des Via Julia Augusta Konzertsommer mit Schwerpunkt in Kötschach-Mauthen und Umgebung. Das heurige Programm, vielleicht einen kurzen Vorschau. Das heurige Programm ist insbesondere dem Akkordeon gewidmet. Es kommen heuer großartige Akkordeonisten zu uns. Otto Lechner wird da sein, Bratko Bibic, zwei Legenden des Akkordeons und dazu auch junge Meister wie der Paul Schubert, Riccardo Tesi, der wohl berühmteste italienische Folkmusiker, kommt gemeinsam mit Gabriele Mirabassi und sie kommen als Freunde von Gian Maria Testa, den wir ja jetzt leider nicht mehr einladen können. Also ein richtiger Ohren- und Seelenschmaus, die hier die vielen Besucher erwartet. Und würden die hier in der Galerie aufspielen, ich glaube, das Eis würde zu schmelzen beginnen. Kurz noch die Eindrücke hier zur Galerie. Es ist wunderbar hier. Ich bin ja, muss ich zugeben, keine Wintersportlerin, aber ich bin hier in diesem prächtig strahlenden weißen Winterort und träume vom Sommer und von der schönen Musik.
Hier in der Freiluftgalerie am Weißen See bei Bilder am Eis Frau Maria Sinzig. Sie ist Malerin und freischaffende Künstlerin. Und ich frage Sie am besten einmal, wie es ihr denn in dieser Galerie hier am Eis bei uns gefällt. Es gefällt mir ausgezeichnet. Ich habe mir das gar nicht so prächtig vorgestellt. Ich war schon mehrmals hier bei Bilder am Eis, aber ich finde es dieses Jahr besonders schön. Vielleicht auch deshalb, weil uns der Wettergott so wunderbar begleitet heute. Es ist wolkenlos, es geht kein Wind, das Eis ist einfach optimal, die Bilder sind fantastisch. Ja, was will man mehr? Ja, ich möchte natürlich etwas mehr wissen. Können Sie uns ganz kurz Ihre Arbeit vorstellen? Meine Arbeit, ich hatte dieses Jahr die Ehre, auch hier eine Fahne zu positionieren. Dafür bin ich äußerst dankbar. Also ich male in erster Linie und dabei benutze ich Acrylfarben, hauptsächlich Acryl auf Leinwand, manchmal auch Kohle dazu, ein bisschen Mischtechnik. Und das Experimentieren mit Farbe und Leinwand bringt einfach unglaublich viel, auch für die Seele, für die Augen, für die Meditation und natürlich auch für die Besucher, die auch sich an den Farben freuen können. Ja, und das merkt man natürlich auch hier in der Galerie. Viele freudige Besucher, viele zufriedene Besucher und wir hoffen auf ein baldiges, vielleicht schon im nächsten Jahr wieder mit einem Beitrag von Ihnen. Das ist durchaus möglich. Ich jedenfalls bin begeistert und möchte auch alle, die uns hier hören, animieren. Kommt herauf, schaut euch das an. Es zahlt sich einfach aus. Während die einen mit dem Pferdeschlitten die Galerie am Eis umrundeten und dabei von außen auf sich wirken ließen, schrieben die anderen Grußkarten, die vom Postamt am Eis in alle Welt verschickt wurden und für viel Freude bei den Empfängern sorgten. Ein beliebtes Fotomotiv stellte natürlich die Bilder am Eis Durchblickwand dar. Und so mancher Besucher ließ es sich nicht nehmen, seine persönlichen Eindrücke von dieser großartigen Veranstaltung im Gästebuch zu verewigen. Erich Angermann und Johann Rauter überraschten Eismeister Norbert Jank mit einem Geschenk zu seinem 70. Geburtstag. Nicht nur für den Weißen See Yeti, sondern für alle Künstlerinnen und Künstler, Besucherinnen und Besucher gab es leckere Milchgetränke zum Verkosten. Eine kleine Stärkung kann schließlich nie schaden. Und so stellte auch die 15. Eröffnung von Bilder am Eis für Kulturschaffende und Besucher bei herrlichstem Wetter ein großartiges Erlebnis dar. Mögen dieser gelungenen Veranstaltung noch viele weitere ihrer Art folgen. Die Bilder am Eis 2017 unter dem Motto »So schön kann Eis sein« können übrigens noch so lange bei freiem Eintritt besichtigt werden, wie das Eis des Weißen Sees dem Besucherstrom standhält.